Anfangen, denke ich mal, ne? Okay. Ich sage jetzt mal, worüber ich gerne heute reden würde. Und ihr müsst mir dabei helfen. Und zwar möchte ich, ich habe mich in letzter Zeit gefragt, persönlich, ob die Dinge, die man im Leben macht, ob die einem Spaß machen müssen. Ob man in anderen Worten Dinge tun sollte und tun muss. Nein. Ich denke mal, ich drücke das ein bisschen falsch aus. Die Frage bleibt aber die gleiche. Die Frage ist, bin ich verpflichtet, Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen? Das heißt, Diät halten, nicht alles zu essen, was ich essen will, Sport machen, freundlich sein, Dinge nicht so auszudrücken, wie ich sie am liebsten ausdrücken würde, weil ich weiß, es wird jemanden kränken oder wehtun. Und natürlich werden wir alle sagen, das ist eigentlich ja keine Frage. Offensichtlich musst du diese, ganz besonders jetzt, wo ich diese Beispiele bringe, gibt es gar keine Frage. Natürlich musst du sensibel anderen gegenüber sein. Und du kannst nicht einfach jemandem sagen, hey Mann, bist du blöde. Ich habe ja viele Leute kennengelernt, aber Leute, die so beschränkt sind wie du, das kann man nicht einfach sagen. Ne? Sogar wenn man es irgendwie doch im Hinterkopf glaubt. Das heißt, die These, die ich hier anspreche, ist eigentlich ganz recht offensichtlich. Das heißt, natürlich kannst du nicht machen, nur was du willst. Die Frage ist, musst du Dinge tun, die dir keinen Spaß machen? Nur weil sie richtig sind. Wie zum Beispiel Diät halten. Jetzt im konkreten Sinne. Oder beten zum Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, dass Beten keinen Spaß macht? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ja, könnt ihr? Denn es ist etwas, das du, die Sache ist ja, weißt du, was das Absurde an der ganzen Geschichte ist? Es ist ja eine Geschichte von einigen Minuten im Endeffekt, weißt du? Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und du kannst dich nicht mal dazu überwinden. Meinst du das jetzt im Ernst? Du hast 24 Stunden am Tag und du kannst das nicht machen. Heute, Mittwoch, ist immer der Tag, an dem wir Musik machen gehen. Im Sinne von, meine Kinder haben Musikunterricht. Und die haben jeder von ihnen 45 Minuten, während ich rumfahre. Das heißt, wir haben so ein Ritual, ich bringe sie dorthin, lasse den einen, der macht seine Stunde. Dann kommt der andere und in der Zwischenzeit gehe ich mit dem anderen spazieren. Und mein jüngster Sohn will nicht mehr. Er will nicht. Wisst ihr, weißt du, wie wir alle, die wir mal Klavier gespielt haben, irgendwann mal kommt ein Zeitpunkt, an dem man sich sagt, ich will nicht Klavier spielen. Das ist blöd. Das ist langweilig. Ich habe Klavier, ich will nicht mehr. Und das ist gerade, das passiert gerade bei mir in der Familie, mein kleinster hat keine Lust, er will nicht Klavier spielen. Und eines der Argumente, die ich sage ihm, entschuldige mal du kannst es nicht schaffen, du hast 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 45 Minuten kannst du nicht für diese Sache, sonst lasse ich dich alles tun in der Welt, was du willst. Aber für diese 45 Minuten musst du mal was tun, was ich will. Denn ich weiß, dass später wird es dir zugutekommen. Und er guckt mich nur so an. Ich will dich! Jetzt frage ich mich, ob es mit mir nicht genauso ist. Denn also ich
Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir extrem, extrem schwer, bestimmte Dinge zu tun, jüdische Dinge zu tun. Es fällt mir einfach schwer. Es gibt natürlich Dinge, die sind offensichtlich und leicht und die sind Basis, das heißt, so die Mitzvot Lotase, das heißt, Dinge, die man nicht tun darf, da gibt es gar keine Frage, das darf man nicht. Man darf nicht koscher essen, man darf nicht Schabbat brechen und diese ganzen Dinge. Dann gehen wir mit Mitzvot Tase, das heißt, Dinge, die man tun sollte, wie zum Beispiel beten, wie zum Beispiel dies, jenes und das Dritte. Und diese Mitzvot sind, also fallen mir persönlich ganz besonders in letzter Zeit sehr schwer. Und ich frage mich, ob man Dinge tun muss, die einem schwer fallen, auf die man keine Lust hat. Und dann frage ich mich weiter, ob das dich nicht eigentlich zum Menschen macht. Verstehst du die Frage? Das heißt, wir haben Dinge, die uns eigentlich erst menschlich machen. Und ich glaube, eine dieser Dinge ist es, etwas zu tun, das einfach nicht natürlich kommt. Und ganz besonders im Judentum, ich glaube, ist das eigentlich der springende Punkt, dass man kommt zu einem Verständnis, dass es über, ich glaube, im Leben und ganz besonders im Judentum geht es um Selbstüberwindung. Alles wird erst relevant, wenn man sich selber in einer Art bekämpft. Denn was wollen wir? Wir wollen am liebsten theoretisch in der Türkei liegen oder in Afrika oder in Barbados am Strand unter der warmen Sonne. Wir wollen, dass uns jemand unser Trinken bringt, unser Essen bringt. Wir wollen am liebsten eigentlich wenig tun. Oder irre ich mich da? Weil ganz besonders Martha und Helmut, ihr solltet hier mal ein bisschen was rein, weil ich rede hier aus der Perspektive eines 40-Jährigen. Ihr seid, wenn ich mich nicht irre, seid ihr Rentner. Und aus eurer Perspektive könnte es nämlich ganz anders aussehen. Ihr habt schon einige Jahre des Nichtstun hinter euch, denke ich mal. Und da könnte es genau das Gegenteil sein, wo ihr sagt, ah, nee, auf keinen Fall will ich nicht, auf keinen Fall will ich in Barbados unter der Sonne liegen. Ich möchte gerade genau das Gegenteil tun. Ich möchte etwas Aktives, etwas. Das ist eine echte Frage, die ich euch stelle. Was wäre euch am liebsten? Wenn ich euch jetzt sagen würde, okay, meine Lieben, ich habe hier, lasst uns mal gehen, alle zusammen, und lasst uns mal jetzt, wie heißt es, irgendeinen wohltätigen Zweck, lasst uns mal irgendwo Essen austeilen oder irgendetwas tun, etwas. Oder ich sage dir, kommt nach Israel und wir machen schöne Ferien am Strand und ihr legt euch hin und geht ein bisschen spazieren, schaut euch ein paar Sachen an. Was wäre euch lieber? Aber das Letzte würden wir gerne tun. Nein. Siehst du, deine Frau sagt anders. Das stimmt bei meinem Mann absolut nicht. Mein Mann geht mit mir nicht an den Strand.
weil er nicht ins Wasser will und Faulenzen liegt ihm überhaupt nicht. Faulenzen liegt ihm überhaupt nicht? Wir wohnen in der Nähe von Stuttgart, wir sind Schwaben und man sagt, die Leute bei Stuttgart sind die fleißigsten Leute. Mein Mann schafft jeden Tag, ich weiß nicht. Okay, dann lass uns mal weiterfahren. Jetzt sage ich euch, dann lass uns mal was Gutes tun. Komm, wir holen uns jetzt 15.000, 20.000 Euro und lass uns mal einen wohltätigen Zweck nicht stiften, sondern anfangen. Lass uns mal etwas Gutes tun. Und ich weiß jetzt nicht genau, was etwas Gutes wäre. Ich weiß selber nicht, zum Beispiel mit der ganzen Flüchtlingsfrage. Ich weiß selber nicht genau, wo ich stehe damit. Ehrlich, ich weiß nicht. Wissen wir auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich selber damit stehe. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich unmenschlich, Menschen in einem Kriegsgebiet im Stich zu lassen. Auf der einen anderen Seite wissen wir, wer viele dieser Menschen sind. Ich sage nicht alle, ich sage nicht mal der Großteil, ich sage viele davon. Und wir wissen auch, dass mit der Zeit und ganz besonders momentan in den nächsten Jahren wird sich das Bild von Deutschland unter anderem, aber von ganz Europa stark ändern. Und ich weiß nicht genau, wie ich selber in diesem Moment reagieren würde. Zur gleichen Zeit muss ich dazu sagen, lebe ich momentan in Israel. Und hier haben wir eine fast genauso absurde, nicht anders absurd, aber wir haben eine absurde Situation, eine wirklich absurde Situation, in der meine Kinder zu mir kommen und fragen, ob nachts nicht jemand bei uns einbricht und uns ermordet. Warum? Weil es in Wirklichkeit passiert. Nicht, weil es eine Theorie ist. Und das ist unglaublich. Ich kann euch gar nicht erklären, was das für einen Nachgeschmack hinterlässt. Ja, wenn man nachts schlafen geht, unter anderem. Ja, wohnt ihr irgendwo außerhalb, wo es gefährlich sein könnte, sowieso? Die Sache ist, Israel ist so klein, dass innerhalb von 10, 20 Minuten bist du immer nur 20 Minuten von dieser grünen Linie entfernt. Das heißt, in meinem Haus wurde in den letzten 2 Jahren zweimal eingebrochen. Einmal waren wir nicht da und einmal waren wir oben und die waren unten. Das heißt, es ist eine wirklich... Und ich weiß, die kamen von der anderen Seite. Die kamen von jenseits der grünen Linie. Denn die haben mein Telefon geklaut. Und ich konnte genau sehen, wo die hin sind. Und die sind natürlich auf die andere Seite. Also gehe ich zur Polizei und sage, liebe Freunde, wir haben Glück, wir haben mein Telefon dabei. Ich kann euch genau sagen, wo die sind. Genau. Und die Polizei sagt mir, und was willst du von uns? Ich sage, ich möchte, dass ihr hingeht und es abholt. Die sagen, wir können da nicht hin. Wir können da nicht hin. Da dürfen wir nicht hin und wir haben auch Angst, dort hinzugehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und 20 Minuten von hier entfernt. Es ist eine absurde Situation. Ganz ehrlich.
Okay, aber zurück. Wir sind ja auf diese Sache zu sprechen gekommen, weil wir suchen nach einem wohltätigen Zweck. Und in diesem Falle überlege ich mir, wäre dieser wohltätige Zweck auf Flüchtlinge, sagen wir mal, konzentriert oder nicht? Und weißt du was, es gibt andere wohltätige Zwecke, die momentan auch angesprochen werden können. Aber sagen wir mal, wir würden so etwas machen wollen oder können. Nicht wollen, können. Die Frage ist, ob wir wollen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wollen wir nicht. Denn wir wollen am liebsten einfach nichts tun. So verstehe ich. Wir wollen weiter nicht anderes tun, als das, was wir schon tun. Nichts tun. Aber man kann ja dem allem, was man meint, das müsste man tun, kann man ja nicht nachkommen. Wie meinst du das? Allem, was man meint, man müsste tun, kann man nicht nachkommen? Das kann man nicht tun. Alles, was man meint, man müsste es tun, kann man nicht tun. Das ist zu viel. Wie was zum Beispiel? Wie was zum Beispiel? Schau mal, sagen wir mal, also im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die man im Leben tun kann. Das eine ist für sich und das andere ist für andere. Du kannst entweder für dich etwas tun oder für andere etwas tun. Den Großteil unseres Lebens verbringen wir damit, etwas für sich selber zu tun. Viele Leute verbringen ihr ganzes Leben nur damit. Andere Leute tun Dinge für sich, aber auch manchmal für andere, denn es gibt ihnen das Gefühl, dass sie etwas... In Wirklichkeit, ich frage mich eigentlich, tun sie jemals etwas für andere? Denn im Endeffekt ist dieses Gefühl, dass man, sagen wir mal, diese Mini-Euphorie, die man erhält dadurch, dass man etwas, wie sagt man, meaningful, etwas etwas Sinnvolles für jemand anderen tut, gibt ja einem selbst dieses wunderbare Gefühl, dass man etwas Gutes getan hat. Oder dass man, nicht mal, dass man etwas Gutes getan hat. Es gibt einem einfach ein wunderbares Gefühl. Oder irre ich mich da? Das heißt, im Endeffekt, wenn du etwas für jemand anders tust, Leute, die diese Sache gut kennen, das heißt Leute, die Dinge für andere tun, nach sehr kurzer Zeit wird einem bewusst, dass das eigentlich das beste Gefühl in der Welt ist. Und es gibt auch Leute, die werden süchtig danach. Dieses Ansehen, Anerkennung, sagen wir mal, von anderen. Oder einfach nur zu sehen, dass man etwas gemacht hat, dass jemand anderem Flügel gegeben hat. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein unsagbares Gefühl. Also wirklich. Wenn du jemandem etwas geholfen hast, das ihn wieder auf die Beine zum Beispiel stellt oder finanziell oder was auch immer, ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl. Und somit wirst du zum Opfer du suchst die nächste gute Tat, die du tun kannst, um dir dieses gute Gefühl zu geben, oder irre ich mich da? Wisst ihr, wovon ich rede, oder ist das eigentlich nur Quatsch? Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das so ist. Was meint die Anita? Anita, kennst du sowas? Ja, also ich weiß, dass ich mich freue, wenn ich anderen eine Freude machen kann. Und dass es mir selber auch etwas bringt, wenn ich anderen helfen kann. Also das ist schön, also dass ich jetzt so direkt danach suche, ist nicht, aber wenn ich sehe, es bietet mir die Möglichkeit, weil es gerade so kommt, dann versuche ich sie zu nutzen. Lass uns mal darüber kurz reden. Was würde es eigentlich bedeuten, danach zu suchen? Was bedeutet es, danach zu suchen? Darf ich dich mal fragen? Das ist gut, dass du das sagst. Du suchst nicht danach, aber wenn es mal kommt, dann tust du es gerne. Ja? Was bedeutet es eigentlich, danach zu suchen?
Also wie jetzt mit den Flüchtlingen zum Beispiel. Also ich weiß, es gibt viele Flüchtlinge her und ich weiß, ich lese immer wieder, dass viele Menschen etwas tun. Aber ich habe bis jetzt eigentlich für diese Menschen noch nichts getan, was hier in unserem Ort. Also im Prinzip, wenn ich suchen würde, dann würde ich jetzt schauen, dass ich irgendwie eine Möglichkeit finde, denen zu helfen. Okay, also sagen wir mal, das ist jetzt, weißt du, das ist sehr interessant, denn wie schon gesagt, jetzt mit dieser Flüchtlingssituation kommt das alles in unsere kollektive Consciousness, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist. Kollektives Gedächtnis oder Erinnerung. Ja, aber nicht nur also Erinnerung, sondern es ist ja jetzt, es ist ja aktiv. Es wird auf einmal ein Thema, genau, unser kollektives Bewusstsein kommt es. Ja? Aber in Wirklichkeit sind ja Leute, die Hilfe brauchen, egal auf welcher Ebene, ständig um uns herum. Ständig. Ja? Und jetzt sehen wir auf einmal, dass andere etwas Gutes tun. Und wir denken, wir könnten ja auch was Gutes tun, zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, ganz ehrlich, Anita und Martha und Helmut und ich, was können wir wirklich tun, dass unserem Leben einen Sinn gibt? Okay, und ich meine das jetzt wirklich im Ernst, dass der aktive Teil des Satzes ist hier, dass unserem Leben einen Sinn gibt. Denn einfach vor sich hinleben, ich glaube nicht, dass das ist unbefriedigend, also das kenne ich auch. Das ist unbefriedigend. Richtig, das ist unbefriedigend. Das ist unbefriedigend, aber unbefriedigend ist nicht mal das richtige Wort dafür. Denn unbefriedigend ist wiederum extrem persönlich und auf sich selber. Das heißt, wie schon gesagt, der aktive Teil des Satzes ist, dass deinem Leben einen Sinn gibt. Jetzt würde man aber erwarten, dass wenn du den Luxus hast, einfach so vor dich hinzuleben, dass das eigentlich das ist, wonach man strebt. Ich möchte die Freiheit haben, tun zu dürfen, tun zu können, von niemandem abhängig zu sein, niemanden anrufen zu werden, was auch immer, weißt du, es scheint ein sehr attraktives Bild zu sein von dieses vor sich hin oder dahin leben. Und trotzdem ist das unbefriedigend. Was dann ist befriedigend? Was ist befriedigend? Was ist das Gegenteil von diesem Unbefriedigend? Wenn man so viel macht, wie man kräftemäßig kann. Also das war bei mir immer so, ich musste immer sagen, also so viel kann ich und mehr geht einfach nicht. Wenn man Familie hat, war für mich die Familie. Wir haben 5 Kinder und ich musste halt zu Hause sein und für meine Kinder da sein. Und wenn ich dann Kranke besuchen wollte, dann musste ich abwiegen, wie viel kann ich und wie viel geht nicht. Darf ich dich mal fragen, warum willst du Kranke besuchen? Wie kommst du denn auf diese Idee? Wir sind in einer Gemeinde und haben kranke Leute. Ältere Leute, kranke Leute und die freuen sich, wenn man sie besucht. Und das machst du, ohne dass jemand gekommen ist und dir gesagt hat, du sage mal, du solltest mal ein paar kranke Leute besuchen. Das ist eigentlich ein Antrieb, aber das hat mit dem zu tun,
dass ich Pastor bin und meine Frau mit mir in vielen Gemeinden war und wir das mit vielen Leuten unterschiedlicher Art zu tun hatten. Und da sieht man so viele Notwendigkeiten, etwas zu tun, etwas zu sagen, darunter zu helfen. Das mangelt nicht. Da ist nur die Frage, ob man so viel tun kann, dass man es noch gern tut. Noch gern tut, das ist auch interessant. Ja. Und auch kräftemäßig noch dann. Ich glaube, ich weiß, wovon du redest, bezüglich kräftemäßig. Denn es gibt Leute, die geben so viel von sich, die haben dann einfach, die schaffen es dann einfach nicht mehr. Meine Frau ist ein solcher Mensch. Ich muss jede paar Wochen, muss ich sie beiseite nehmen und ich muss sagen, du musst dein Leben nicht so auf 180 leben. Das musst du nicht. Sie meinte, ja, aber ich kann doch nicht Leuten sagen, dass ich nicht für sie da bin, wie sowas in der Art. Ja? Warte mal. Lass uns mal nochmal auf die Basis dessen zurückgreifen, womit wir angefangen haben. Wir haben angefangen damit, mit der Frage, ob man im Leben Dinge tun muss, die man eigentlich nicht tun will. Beispiele, die ich gebracht habe, war Diät, Beten, freundlich sein, Geduld zeigen. Wollen wir ja alles nicht. Wir wollen immer nur essen, was wir wollen. Wir wollen fahren schauen oder was auch immer, was uns Spaß macht. Und wir wollen, nein, nicht der schon wieder. Weißt du, wir wollen einfach nur unser Leben. Jetzt, Frage ist, muss man Dinge tun, auf die man keine Lust, zu denen man keine Lust hat? Also ich glaube schon, dass das manchmal im Leben so ist. Auch bei der Arbeit oder nicht, dass man manchmal Dinge machen muss, weil der Chef sagt, du musst das aber jetzt machen. Und dann muss man das tun, oder? Ich glaube, dass es überhaupt keine andere Wahl gibt. Ich glaube, dass eigentlich im Leben tut man meist das, was man nicht tun muss. Denn das ist das Richtige. Was jemanden zu beleidigen. Jemand kommt und du denkst, der Mann ist der Blöde. Ja, du kannst ihm nicht ins Gesicht sagen, Mann, bist du ein Blöde. Obwohl, dann musst du dir erstmal eine Viertelstunde lang seine Geschichte anhören. Auf der Arbeit sowieso. Ich glaube, dass meine Frage ist fast überflüssig, denn es ist offensichtlich, dass, wie schon gesagt, bei der Diät, wenn man zu viel von dem isst, was man essen will, dann wird man zuerst dick und dann wird man krank. Ich lese gerade, dass du Geschäftsführer bist. Da musst du sicher auch viele Dinge tun, die dir nicht unbedingt Spaß machen, aber das muss eben sein. Absolut. Absolut, muss man ständig und ganz besonders, weißt du, wenn man Geschäftsführer ist, dann muss man sehr, sehr sensibel mit Leuten umgehen. Denn weißt du, im Geschäft kommt es sehr oft vor, du hast Leute, wir sind mittlerweile 50 oder 60 Leute im Betrieb, ja. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die glauben, dass sie sehr gut sind, aber die sind eigentlich nicht besonders gut. Und dann musst du sehr feinfühlig sein. Weißt du, ich habe eine Beraterin und ich meine zu ihr, ich möchte ein Dream Team aufstellen, ich möchte, dass mein Management das beste Management ist. Und da meint sie, dieses Dream Team bleibt ein Dream, dieses Traumteam bleibt ein Traum. Denn dir sollte bewusst sein, dass Leute können niemals so gut sein,
wie du es brauchst. Aber sie sind eventuell gut in einer bestimmten Sache, aber nicht eben als ganzes Paket. Und das musst du akzeptieren. Du musst akzeptieren, dass du nicht 100, du wirst keine Wundermenschen haben. Und ganz besonders nicht doppelt und dreifach und zehnfach. Und deshalb musst du damit klarkommen und du musst, ich spüre das ganz, ganz stark. Und tagtäglich muss man das mit viel Feingefühl so leiten. Weißt du? Also, nochmal zurück. Können wir tun, was wir wollen? Offensichtlich nicht, sonst wären wir alle so dick und krank. Und wenn Leute das tun, dann werden sie auch dick und krank. Wenn sie alles essen, was sie wollen, wenn sie alles sagen, was sie wollen, dann werden sie einsam und entfremden alle ihre Freunde um sich herum. Also könnten wir sagen, dass dass diese Frage eigentlich damit auch schon beendet, ob man nicht in der Dinge tun, ob man nur Dinge tun sollte, die einem Spaß machen. Offensichtlich nicht. Dann wird die Frage aber dann, was sollte man tun? Wie sollte man die Dinge angehen? Und im Judentum ist die Basis eigentlich, wenn ich mich nicht irre, dass man sich selbst überwinden muss. Das heißt, in Wirklichkeit wollen wir alles essen. Wir wollen Leuten, wisst ihr, ich habe diesen Ausdruck, ich versuche ihn jetzt nicht mehr zu benutzen, aber eine Zeit lang hatte ich diesen Ausdruck, ganz besonders wenn man unter Stress ist, dann sagt man, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Und das ist eigentlich ein sehr erniedrigender Ausdruck. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Elli, kannst du mir bitte damit mal helfen? Oder Elli, weißt du, ich muss das jetzt mal mit dir besprechen. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Weißt du, was ich meine? Ich habe das mal eine Zeit lang gesagt und meine Frau eines Tages nimmt mich so beiseite und sagt mir, Elli, sag mal, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Wie kannst du so Leuten antworten? Weil es ist eine sehr auf sich bezogene, so als ob du das Zentrum der Welt bist. Ich habe jetzt keine Zeit für den Quatsch. Versteht ihr, was ich meine? Und seitdem bin ich damit sehr vorsichtig, wenn ich diesen Satz benutze. Und auch in welcher Form ich den Satz benutze. Ich habe jetzt dafür keine Zeit, ist einfach nicht gut genug. Sondern du, es tut mir schrecklich leid, ich werde das jetzt zu Ende machen und dann können wir, verstehst du, was ich meine? Es ist dieses auf sich bezogene. Ich glaube, das ist hier der Feind. Dass man immer nach dem sucht, was dich glücklich macht. Und man glaubt, und in dieser Suche nach dem, was dich glücklich macht, ihr wisst ja, ich hatte mal diese Theorie, ich nenne diese Theorie die Theorie des globalen Parkplatzes. Okay? Und diese Theorie war, da war ich noch jung, die Theorie ist das, kennst du die Situation, du bist unterwegs zum Supermarkt und du kommst am Supermarkt an und direkt vorm Supermarkt ist ein Parkplatz. Genau für dich. Oder gerade wo du ankommst, fährt ein Auto raus, damit du reinfahren kannst. Kennt ihr diese Situation? Das ist die Situation des globalen Parkplatzes. Und zwar, die These ist, wenn du beim Supermarkt ankommst und der Platz ist für dich frei, dann bist du am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und wenn kein Parkplatz für dich frei ist, dann fährst du weiter, bis du an den richtigen Ort zur richtigen Zeit kommst. Versteht ihr die Theorie? Right? Nun, hört sich alles gut an. Warum nicht? Ich komme an, kein Parkplatz da, oder ich komme an, es ist
10 vor 9, um 9 Uhr habe ich mein Treffen mit was weiß ich wem. Ich finde keinen Parkplatz. 10 vor 9, 5 vor 9, 3 vor 9, 9, 5 nach 9, ich finde noch immer keinen Parkplatz. Dann kannst du sagen, du bist nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Dieses Treffen hätte niemals stattfinden sollen. Versteht ihr die Theorie? Sowas in dieser Art. Und da dieses Treffen niemals hätte stattfinden sollen, brauchst du dir darum keine Sorgen zu machen. Du glaubst jetzt, du hast eine richtige Opportunity, Gelegenheit. Opportunity ist Möglichkeit? Möglichkeit ist nicht richtig, aber so. Also du hast was Wichtiges verpasst, brauchst dir keinen Kopf drum zu machen, denn du warst ja nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und sozusagen, das Universum ist so strukturiert, dass du, hätte es sein sollen, dann wäre ein Parkplatz für dich da gewesen. Verstehst du, was ich meine? Das ist interessant. Warte, ich lege diese These auf, die ist falsch. Okay, ich wollte nicht nur sagen, dass sie falsch ist. So ist es nicht im Leben. Denn etwas, das wir daraus ziehen, ist, dass im Endeffekt, wenn jemand kommt und klopft an deine Tür und du bist gerade dabei, fernzuschauen, du hast jetzt keine Lust auf den, dann sagst du, er klopft und sagt, hey, Elli, bist du da? Ja, ich bin da, aber ich habe jetzt keine Lust, mit dir zu sein. was? Ja, nee, du, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Tut mir leid, ich schaue gerade Fernsehen. Dann, das war's dann auch schon. Denn nach dieser Theorie, du hast ihm jetzt gesagt, dass es keinen Parkplatz gibt. Verstehst du? Du hast ihm gesagt, jetzt, du bist nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Deshalb soll er weiterfahren, wenn das überhaupt einen Sinn macht. Das Problem ist natürlich, dass du hast jetzt jemanden sehr, sehr stark gekränkt. Du hast jemanden etwas wirklich Böses zugehört, obwohl du einfach, das heißt, für dich war das eine Lappalie, für dich war das nicht. Und für ihn war das eine ganz, ganz böse Kränkung. Ja, und daher wissen wir, dass, und daher wissen wir, dass das nicht so sein kann. Also, bleibt die Frage immer noch offen. Wenn wir nicht das suchen, das uns, das, wozu wir Lust haben, nur, dann was muss man tun? Was ist dann der Sinn? Wie sucht man dann nach einem Sinn? Und im Judentum lernen wir, dass es um Selbstüberwindung geht. Es geht darum, dass du aus deinen niederen, sagen wir mal, Desires, Lüsten, dass du diese unter Kontrolle bringen musst und sie zum Positiven wenden solltest. Das heißt, dieses Wort, das du sagen könntest, um jemanden weh zu tun, solltest du dazu wenden, um ihm das Gegenteil, das heißt, um ihn zu stärken, um ihn aufzubauen. Und das kommt vielleicht nicht natürlich, aber gerade das, denn, weißt du, wenn es jemand, natürlich, wenn jemand an deine Tür klopft, den du liebst und den du jetzt jederzeit sehen willst, wirst du nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Offensichtlich wirst du das nur mit Leuten tun, für die du wirklich in Wirklichkeit eigentlich keine Zeit hast, in deinem Kopf. Und nur da ist ja auch, nur an diesem Punkt findet der Kampf ja statt. Der Kampf findet ja niemals an dem Punkt statt, an dem du etwas willst. Oder an dem dir etwas gefällt oder an dem dir etwas Spaß macht. Der Kampf fängt ja erst dort an,
wo es dir nicht gerade passt. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich eventuell ein Beispiel bringen kann. Ich finde diese bildliche Beschreibung des Konzepts, wo der Kampf anfängt, sehr, sehr stark. Das heißt, also ich möchte es nochmal erklären, es ist nicht schwer, freundlich zu jemandem zu sein, den du sehr, sehr liebst, den du sehr ehrst, den du sehr gerne um dich herum hast. Kein Problem. Es ist offensichtlich, dass du freundlich sein musst. Du möchtest ja seine Güte wiederum zurückkriegen. Es fängt erst, der Kampf fängt erst an, wenn es jemand ist, der in einer bestimmten Art und Weise, der unter dir ist. Das heißt, der entweder einen niedrigeren sozialen Status hat, wie du es so siehst, oder der, den du nicht besonders magst, oder den, wo du weißt, dass er einen Gefallen bitten wird. Es gibt Leute, wo ich weiß, dass wann immer ich sie sehe, werden sie mich um etwas bitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Tendenz jedes Mal ist, entweder sie zu umgehen oder zu hoffen, dass sie mich nicht bitten oder unfreundlich zu sein. Das ist meine Tendenz. Und wenn ich aber einen Moment damit verbringe, darüber nachzudenken, dann sage ich mir immer, schau mal, das kann jeder. Das kann jeder. Frech sein oder unfreundlich sein oder diesen Menschen zu erniedrigen oder so, weißt du, sogar wenn du es nicht meinst, kann jeder. Aber das Gegenteil kann nicht jeder. Und ich glaube, das ist da, wo die Schlacht, wo der Kampf stattfindet. Zwischen dir und deiner niederen Selbst. Macht es Sinn, was ich sage? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Somit ist die Frage, ob man nur Dinge tun sollte, auf die man Lust hat, ganz offensichtlich, eventuell sollte man diese Dinge gar nicht tun, auf die man Lust hat, sondern nur die Dinge, zu denen man keine Lust hat. Aber das ist ein Kampf. Warum sollte ich? Und dann ist dann natürlich auch die Frage, wie deine Beziehung mit Gott ist, im Sinne von, wenn es dir sehr, sehr gut geht, dann warum solltest du dich in ein Umfeld begeben, wo es anderen schlecht geht. Verstehst du, was ich meine? Du bist gesegnet, du hast alles, was du brauchst. Und jetzt musst du... Es gibt diese wunderbare Geschichte. Die Geschichte ist über einen Rabbiner, der namens Rabbi Shimon ben Shettach. Es kann sein, dass ich sie schon mal erzählt habe, aber es kann nicht schaden. Es ist die Geschichte von Rabbi Shimon ben Shettach, einer der großen Israels, der viele Lehrlinge hatte, also Schüler hatte. Und eines Tages schickte er seine Schüler zum Marktplatz, dass sie ihm einen Esel kaufen sollen. Also kommen sie zurück und haben einen Esel gekauft und Rabbi Shimon guckt sich den Esel an und findet, dass um den Hals des Esels ist ein Paket. So ein kleines Paketchen, Lederpaketchen. Und er macht es auf
öffnet es und findet einen riesengroßen Edelstein darin. Ein Edelstein, einen unbezahlbaren Edelstein. Und er guckt sich diesen an und seine Schüler gucken, guck mal, du Gesegneter, guck mal, was Gott dir schickt, wie er dich liebt. Du hast einen Esel gekauft und er schickt dir auch noch diesen Edelstein. Und er guckt sich den Edelstein an und er sagt, er macht ihn zurück in dieses Paketchen und sagt, hier, bitte, sein Lehrling, Rette, nimmt den Edelstein und bringt ihn dem Verkäufer zurück. Und die sagen, wieso? Das ist legitim, das ist dein Stein. Das ist sein Pech, dass er das verpasst hat. Da sagt Rabbi Shimon, ich habe einen Esel gekauft und keinen Edelstein. Also bringt den Edelstein zurück. Also gehen sie zurück zu den Verkäufern, kommen zu ihm. Der hat nicht mal mitgekriegt, dass er den Edelstein verloren hat oder was auch immer, obwohl er unbezahlbar ist. Er kommt zurück, er gibt ihm, die Schüler geben ihm den Stein und er schreit, Baruch Elokei Rabbi Shimon ben Shetach. Gesegnet sei der Gott von Rabbi Shimon ben Shetach. Gesegnet sei der Gott von Rabbi Shimon ben Shetach. Interessant, dass er diese Wortwahl wählt. Warum ist der Gott von Rabbi Shimon ben Shetach gesegnet? Warum nicht er? Es ist, als ob, schau mal, stell dir mal vor, ich verliere etwas und Helmut findet es. Und Helmut bringt mir zurück, sagen wir mal 100.000 Euro, die ich in einem Zug habe liegen lassen. Helmut findet es und bringt es mir zurück. Und ich sage nicht danke dir Helmut, sondern ich sage danke dem Gott von Helmut. Okay? Jetzt. Das ist dasselbe wie deiner. Aber würdest du nicht erwarten, dass ich sage, dir danken würde? Oder dass ich dir einen Segen aussprechen würde? Und die Frage ist, warum sagt er, gesegnet sei der Gott von Rabbi Shimon ben Shetach. Und die Antwort ist natürlich, weil es ein unmenschlicher Akt ist. Es ist ein übermenschlicher Akt, etwas solches zu tun. Wenn du auf einmal eine Unsumme von Geld findest und anstatt es zum Beispiel in diesem Falle und es legitim dir gehören würde, wenn du es drauf ankommen lassen würdest, anstatt dessen gehst du, suchst den anderen, gibst es zurück. Es ist etwas, es ist irrational. Der einzige Grund, etwas solches zu tun, ist, weil dir bewusst ist, dass es etwas Höheres gibt über dir, vor dem du dich zu verantworten hast. Denn kannst du dir vorstellen, dass ein Wikinger etwas solches tun würde? Weißt du, oder ein Barbarer? Nein, natürlich nicht. Denn ihr Gott in diesem Sinne wiegt die Welt nicht in diesen Umständen. Wenn man das alles aber auf die heutige Situation überträgt, auch bei euch in Israel, dann wissen wir, wie weit wir davon weg sind, von dem, was nach dem Willen Gottes möglich wäre. Schau mal, ich muss ganz ehrlich sagen, was in Israel passiert, was ich sehe, ganz besonders wenn ich sehe, wie Mörder verarztet werden, nachdem sie einen Mordattentat begangen haben. Das heißt, noch vor 10 Minuten hat dieser Mensch jemanden die Schlagader aufgeschnitten
Er wurde niedergeschossen, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Und jetzt wird er verarztet mit allem, was man hat, dass er noch überlebt. Und ich muss sagen, ich finde, da ist was ganz Besonderes dabei. Du wirst vielleicht sagen, aber das ist doch ganz normal. Und ich würde dir sagen, es ist nicht normal, wenn jemand in dein Haus kommt und versucht, dich zu ermorden, dass du alles tust, damit er nicht stirbt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Gefühle, ich finde, dass das etwas Übermenschliches. Ganz ehrlich. Ja, kann man doch sagen, das ist etwas, was von Gott kommt. Und ich habe nicht gehört, Martha, sag nochmal. Will das Gott, dass man den Mördern alles tut, damit sie im Leben bleiben? Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht. Aber ich finde, dass diese Reaktion ist keine normalmenschliche Reaktion. Ich finde, das ist wirklich übermenschlich. Hier kommt jemand, der dich ermorden will. Und du bringst ihn unter Kontrolle, indem du ihm, sagen wir mal, einen Hüftschuss gibst oder einen Knieschuss oder was auch immer. In diesem Fall schießt man, um zu töten, denn man muss diese Menschen unter Kontrolle bringen. Und dann tust du wirklich alles, um ihm zum Überleben zu helfen. Hier sehe ich eine unglaubliche menschliche Schönheit. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Also wäre es natürlich auf der anderen Seite, wissen wir ja, was passieren würde. Die Frage ist, wäre es in Deutschland? Wie würden die Deutschen darauf reagieren? Und die große Wahrscheinlichkeit ist, dass das ist in die westliche Moral schon sozusagen mit aufgenommen worden. Dass das die korrekte Umgangsweise ist. Das heißt, in der westlichen Welt, in der moralischen Welt oder in der judeo-christlichen Welt, ist das mit aufgenommen worden. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das korrekt ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich meine, wenn man zur Tora geht, dann steht doch in der Tora, dass es diese Steppen gab, wo Menschen, die versehentlich jemand umgebracht haben, hinfluchten können, die Zufluchtsstätten. Und dass eigentlich die nicht, sondern hinterhältig aus Eifersucht oder Neid oder irgendwelchen hinterhältigen Gründen jemanden ermordet haben, dass man dem eigentlich den Bluträcher überlassen hat, oder? Absolut, absolut. Absolut. Deshalb meine ich ja das. Ich finde, dass diese Reaktion ist wirklich ganz besonders. Ich bin in einer bestimmten Art, also auf einer bestimmten Basis bin ich davon sehr überrascht. Auf der anderen bin ich sehr stolz drauf. Sehr stolz drauf, obwohl ich nicht weiß, ob ich die Stärke hätte, das zu tun. Ganz ehrlich nicht. Also ich meine, weißt du, leider lebe ich in der Realität, in der Hausverschwörung, ich möchte es nicht mehr sagen, aber wir sehen diese Dinge tagtäglich, leider. Was erst gestern passiert ist, gestern Morgen wurde eine 37-jährige Frau mit 5 Kindern, zwei davon waren adoptiert oder 3, wurde in ihrem Haus abgestochen. Abgestochen, ermordet. Die kamen rein und sie hat die Kinder aus dem Haus gejagt und hat mit dem gekämpft, mit dem Mörder gekämpft, bis er sie ermordet hat. Kannst du dir das erstmal vorstellen? Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
das in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Dorf. Und das ist ein, und ich kann dir nicht garantieren, dass das heute Nacht nicht wieder passiert. Es ist absurd, es ist wirklich absurd. Und dann noch, weißt du, und dann noch die, den Krankenwagen zu rufen, sagen wir mal, sie hätte es geschafft, sich zu wehren. Und er wäre derjenige, der im Sterben liegt. Sie hätte das Telefon genommen und hätte wahrscheinlich einen Krankenwagen gerufen. Seht ihr, was ich meine? Das ist übermenschlich. Okay, ihr Lieben, ich glaube, das war es erstmal für heute. Ich danke euch und wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank, was sehr interessant, Eli. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Tschüss, ihr Lieben. Alles Gute. Shalom. Nehik Braot. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Also ich habe noch schon immer gewusst, dass er ein bisschen tief denkt bei dem, was schon nett ist. Bei Eli? Ja. Jetzt?